Ist natürlich der echte Simple, das ist klar. Ja, klar, es ist sein Smurf halt, ganz easy. Hallo. Ey, moin, Babbler. Du bist ja auch so ein krasser Overwatch-Experte. Hast du nicht Bock, mit mir zusammen einen Overwatch-Fall anzuschauen und aufzunehmen? Ja, natürlich, das können wir direkt machen. Da können wir direkt dran. Hi ho. Hallöchen, Hallöchen. Wir gucken uns jetzt gemeinsam einen Fall an, den ich mir mehr oder weniger abgelegt habe. Und ja, der halt jetzt nicht so komplett dödelig war. Mit dödelig meinst du... Richtig, richtig. Hat einfach die Leute, die auf den Boden gucken, sich rumdrehen und dann auch noch treffen, frech wie sie sind. Also das 2 ist es geworden. Man kennt es ja, das ist die Map, auf der dann doch gerne mal auch Schabernack getrieben wird. Hm. Und ja, wie findest du sein Anfangsverhalten jetzt schon hier, so wie er agiert? Also er geht sofort davon aus, dass rechts im Pit und so weiter keiner sein kann. Er hat natürlich ein bisschen was an der Ecke gesehen und wahrgenommen. Ja, aber er ist schon sehr selbstbewusst. Geht doch hier direkt. Oh. Selbstbewusst, wird aber weggemacht. Man merkt immer noch, dass diese Gewohnheit, ne, aus der T-Base runter snipen zu wollen. Ja. Ja, okay. Das war sehr selbstbewusst. Das war extrem selbstbewusst. Auch hier ihn versucht er richtig zu handeln, aber sein Aim versagt so ein bisschen. Immer noch. Da hat er lange gebraucht, sehr lange. Er piekt natürlich auch direkt schon auf den Spot hoch. Und zwar jetzt nicht irgendwie Goose oder Kiste oder so, sondern schon eigentlich auch perfekt. Also ich denke, da ist was im Busch. Ja, ich vermute hier auch wieder Informationen, die möglicherweise an ihn weitergeleitet werden. Jetzt hat er hier sein Mate einfach mal kurz angeschossen. Ich glaube, kurz nach dem Kaufen, vielleicht aus Versehen. Und er scheint was zu schreiben, weil er jetzt halt hier wirklich nur steht. Oh, da kommt der Feind. Vielleicht muss er sich schon im Chat rechtfertigen dafür, dass er irgendwie aufgedreht hat. Obwohl, er hatte eigentlich nur 2 Frags bisher. Ich kann mal ganz kurz... Ich nehme alles zurück. Ich wollte gerade sagen, wir gucken mal kurz hier. Also 2-1-8 steht er. Ich meine auch der, also vorhin die Ballerei da auf Long, da hat er wirklich 4-mal daneben geschossen. Vielleicht muss er sich dafür rechtfertigen, weil er vor dem Feind praktisch steht und verkackt. Ja, wahrscheinlich gucken sich jetzt die ganzen Globals bei dir auf dem Kanal das Video an und denken, was erzählt ihr Lappen? Das ist alles normal, so spiele ich auch, okay? Ja, und hier wurde wirklich ein langes Gefecht ausgefochten durch die, durch die Doors hindurch. Er kennt einfach die Peaks und die Prefires und die Bang-Spots. Und da würde ich sogar eher den linken noch als normaler bezeichnen als den rechten, mit der er scheinbar auch zurückgefightet hat, ne, bei den Double Doors. Da war ja voll lange da auch gestanden, hat auf ihn zurückgeschossen, aber nicht getroffen. Uff. Okay. Sein Mate läuft ihm rein. Achte mal, gucken, was er mit diesem Goose macht. Aber die CTs führen, das heißt, die müssen eigentlich auch anhaben. Ja, also wenn, dann müssten sie auch. Also auf ihn wartet er jetzt ja hier eindeutig. Nein. Aber trifft nicht. Und der Shot wiederum war ja fast Standard. Den hätte man ja so oder so gemacht. Den auf Mitte zumindest, nachdem er schon gemisst hat. Aber ja, ich würde jetzt hier an der Stelle schon mal sagen, die Informationsweitergabe ist vorhanden. Er weiß, wo sie sind, aber sein Aim ist manchmal merkwürdig. Also so, dass er halt aber auch so ein Kandidat, der mit der AWP irgendwie sich viel zu viel bewegt und deswegen nicht trifft. Das stimmt. Wie auch vorher mit der Scout. Oh, gut, das war jetzt ja schon fast witzlos. Glaubst du, sie wollen ihn prüfen, weil sie sich da einfach hinstellen? So von wegen, mal gucken, wenn er uns killt, dann hat er hundertprozentig an und die Reports gehen raus. Ja, aber es gibt ja tatsächlich auch Cheater, die... Also zumindest Matches, in denen man gegen Cheater oder wie auch immer spielt und die dann trotzdem verlieren. Also ja, auf jeden Fall. Erzählt man so, munkelt man. Ja. Aber. Also das sieht auf jeden Fall gerade nach Testerei aus, hier auch bei Kite. Ja, auf jeden Fall. Also sie wollen das. Auf jeden Fall ganz gut. Genau. Sie wollen jetzt nochmal ganz genau gucken, ob er wirklich was anhat. Und so vom Aiming her, wie würdest du ihn einschätzen? Also durch den... Vom Rang her oder was? Ja, so vom Rang her und auch, ob er Hilfe hat oder... Oder ob er Aim, wahrscheinlich schon. Ja, also vorhin auch mit der Scout, dieser No-Scope mitten im Laufen, pff, ins Gesicht, der war schon aussagekräftig. Die Terrors holen ein paar Runden. Ja, sie kommen jetzt ran, ich guck mal hier kurz rein. Er hat sie jetzt hochgekämpft auf den ersten Platz. Eben hatte er noch 2 Frags, war Bottom-Fragger. Und guck mal hier bei den CTs, hier der eine mit seinen 25 Kills. Ja. Ist natürlich auch. Ah, jetzt kassiert er aber von dem anderen.
Wobei mir der noch gar nicht richtig auf... Ja, stimmt, er hat jetzt eben fett kassiert. Das hätte ich jetzt gerne mal gesehen, wie Kite auf unseren Suspect trifft, wie das ausgeht, das Spiel. Die Möglichkeit hätten wir theoretisch gehabt. Ach so, du meinst mit der Demo? Ich kann es immer noch machen. Wir können gleich nichts drücken, sondern postponen und dann kann ich auch nochmal die Demo laden. Und ein bisschen reingucken. Wie du willst. Wenn dich das interessiert, könnte man ja mal reinschauen. Das muss er sein, dieser Navi ist simpel. Das ist der Suspect, ja, okay. Genau, das ist der Suspect. Ja, also das müsste jetzt die Runde sein, wo er auf Long rausläuft. Und genau, da sind schon die drei Herren. Achso, jetzt müssten wir halt gucken, auf welcher Kite ist, ne? Das sehen wir gleich auf dem Scoreboard. Na genau, das ist auf jeden Fall der Suspect, das ist richtig. Ja. durch Smoke, durch die Ecke bangt er einfach. Ja, genau. 8-1 war, glaube ich, ja, das müsste, glaube ich, der Top-Fragger sein. Das müsste der Kite sein. Okay, 18-0-1, ja. Misha müsste schon. Kite sein, okay. Vielleicht können wir auch direkt einfach sagen, okay, ist Hacker gegen Hacker, weil dieser Misha hier anhat. Oder wir sagen, der ist so gut, dass er gegen unseren Suspect da richtig krass reinperformt, ohne Cheats oder so. Dass er gegen ihn bestehen kann. Ah, ich glaube, das ist... Ist das nicht sogar da hinten? Oh, nee, ist das nicht unser Suspect gewesen. Ich schalte mal rüber, ob der Boy noch... Ja, Simple lebt noch. Er ist jetzt hier gerade auf Short unterwegs. Ist natürlich der echte Simple, das ist klar. Ja, klar, es ist sein Smurf halt, ganz easy. Ja, natürlich, natürlich. Gehen wir mal rüber auf den Michi. Und mal schauen, was er macht. Weil von seinen 25 Fraggelchen ist er noch ein bisschen entfernt. Also er muss irgendwann ordentlich reingeklatscht haben, weil so eine Demo geht ja auch, glaube ich, immer nur 7 Runden, ne? Also so ein Overwatch meine ich jetzt. Ja, oder 8 oder sowas, ja. Und wir haben jetzt ja schon 3 oder 4 Runden gesehen und wie gesagt, vorhin stand er ja dann kurz bei 25. Ach, das ist das, okay. Unser eigentlicher Suspect hat jetzt eben seine 2 Kollegen weggeruht. Und das ist One-on-One gleich, wenn der auch noch stirbt. Ja, aber ich glaube, dieses One-on-One hatte hier der Misha gewonnen, wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe. Mal gucken. Ich glaube, das war das, wo er hier weiter gebaitet hat, ne? Genau, wo er diese Sprünge gemacht hat die ganze Zeit. Oh! Anschluss. Ja, schöner Molly. Ja, der ist natürlich sehr hilfreich. Weiß ja nicht, ob er vielleicht einfach bewusst irgendwo hinbankt, ja. Damit er vielleicht sowieso denkt, okay, mit der Aimbot geht schon rein. Das kann natürlich sein. Oh, er kommt sogar close. Ja. Okay. Aber man hat ihn auch steppen gehört, ordentlich. Mhm. Also er ist ja runter. Oh. Aber guck dir solche Shots an, ne? Also, ja. Ich sag mal, man könnte sein, also es könnte schon möglich sein, dass er einfach in die Smoke gebankt hat oder so. Ja. Einfach auf Verdacht. Mhm. Aber wenn er häufiger sowas macht, ist das auch nicht legitim. Ja, das stimmt. Oh, jetzt schmeißt er sogar die Smoke um die Ecke, raffiniert. Das ist halt total cool, ne? Das ist ja, das stimmt. Oh. Er hat noch einen. Einen hat er noch, ja. Das habe ich gar nicht. Hat er den unteren gekillt? Ja. Krass. Das ging aber schnell. Das sind halt alles nur Profis hier, ne? Also Titan, NBK. die scheinbar auch keine Maus haben. Schon länger nicht mehr, ne? Navi, ja. Simple. Ja, das sind echt, das sind die ganz Großen vertreten hier. Robot Aim ist auch dabei, also unser Michael kennt man. Wer hat noch nicht einen Overwatch mit Profis gesehen, ne? Ja, genau. Also das sind wirklich die... unser Suspect wurde auch, glaube ich, gerade geteamkillt, ne? Simple ist tot. Oh. Der wurde eben geteamkillt von Annie, glaube ich. Annie Cordy. Was macht jetzt Misha? Micha will jetzt natürlich den da oben haben, das ist klar. Ja, aber er weiß aber, dass da 2 stehen. Ja, der dreht sich schon rein. Die waren nicht zu sehen, meiner Meinung nach. Ja, also er hat das so ein bisschen gerochen, wo da gleich die Gefahr herkommt und dreht sich um. Short kommt doch gleich her, was macht er? Short ist sogar schon. Oh! Hast du den Short gesehen in seinem Halbbewegungsding? Oh! Ja, ist auch easy. Easy locker. Er ist ja auch Robot, ey, Micha. Also ich sag mal ganz, ganz vorsichtig so, es gibt tatsächlich Spieler, die so spielen können. Ja. Also wenn man jetzt wirklich die Major anguckt und da halt die Deagle-Spieler wie, weiß ich nicht, Nico oder so. Mhm. Also ich glaube schon, dass die tatsächlich solche Shots reinkriegen. Ja. Aber weiß ja jetzt nicht, dass das Nico auf seinem Smurf ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, so ein Micha, schafft er das? Weiß ich jetzt nicht. Oh, hier nochmal kurz auf unseren Suspect drauf. Ja, okay, bei ihm war es ja eh klar. Micha ist auf jeden Fall auch schon down in der Zwischenzeit. Ja, ich würde sagen, das reicht, oder? Sollen wir das Profil noch kurz angucken? Ja, gerne. Ich guck mal rein, muss aber dafür ganz kurz hier den OBS an den Knopf drücken, dass auch die anderen das sehen und sein Account sieht... Wie soll das anders sein? Original aus. Es ist tatsächlich simpel, ich fass es nicht. Ja, die Hentai-Gruppe kennt man auch von vielen Cheatern. Ja.
Und wie gesagt, Navi ist ja auch irgendwie bei, also jeder ist irgendwie in dieser Navi-Gruppe. Ja, die sind schon besonders gut, die Jungs. Okay, gut, also nochmal sammeln. Was haben wir bei Mr. Navi gesagt? Also Vision Assist ja sowieso, ne? Er weiß ja alles. Wo kann man denn anhaken, dass es ein Profispieler ist? Ah, das würde mich auch interessieren. Schade, den Punkt gibt's noch gar nicht. Ich drück mal bei Vision schon mal was rein. So, zack. Und Aim? Was würdest du sagen? Wie waren so seine Schöttchen? Naja, also wie du ja auch erwähnt hast, ja eine Scout, oder eigentlich mehrere Scout-Shots, die ja irgendwie auch sehr unkontrolliert ins Gesicht gingen. Mhm. Ja, also bei AWP-Shots war er eigentlich häufig auf dem Body. Ja. Aber also ich habe da jetzt nicht so super genau hingeguckt, ob das jetzt irgendwie ein Silent Aim sein könnte oder so. Mhm. Aber ich bin der Meinung, und dazu, beziehungsweise dafür wurde ich auch schon so ein bisschen kritisiert unter meinen Videos, ich bin der Meinung, wenn jemand anhat, dann hat er auch beides an. Ja, das stimmt. Ist meistens das Doppelpack. Es ist deine Bewertung, wenn du dir nicht sicher bist, dann musst du ihm das nicht drücken. Ja, also ich bin mir auch, die paar Schältchen, die er da gemacht hat, also ich nehme an, dass er den zugeschaltet hat, immer mal wieder. Ich hatte gerade vor kurzem auch schon mal so einen Fall. Da war auch jemand dabei, der halt eindeutig sehr schlecht war, aber manchmal, wenn er es unbedingt wollte, dann halt kurz auf sein Knöpfchen gedrückt hat und dann ging es rein. Also hier ist meiner Meinung nach auch auf jeden Fall Aim Assist mit am Start. Mhm. Ja, Ada war, glaube ich, nichts. Also mir ist nichts aufgefallen. Er ist nicht gebeehoppt oder so. Genau. Er hat so ein bisschen andere geblockt und angeschossen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt direkt so als Griefing irgendwie durchgeht. Genau, das hätte ich jetzt, also er wurde ja vorhin sogar gekillt, wie man gesehen hat, aber das, was wir gesehen haben in der eigentlichen, im Overwatch, das war nur ein Team-Attack und ich glaube, das war ein Versehen. Ah nee, es war zweimal, stimmt, und den AWP-Shot beim Mate in den Rücken. Aber der ist ja auch vorhin gelaufen, also ich würde sagen, das war nicht gewollt. Ja. Genau, optimal. Dann? Bei den beiden oberen Punkten ist das unten auch egal. Das stimmt auch wieder, ja. Wenn die zutreffen, dann ist ja eigentlich eh weg, der kleine Keck. So. Ja, Fordi, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir fürs Mitmachen. Es war sehr lecker. Leute, guckt bei Fordi rein, wenn ihr noch nicht kennt. Direkt mal auschecken, Overwatches und so weiter und so fort. Da wird ordentlich geklatscht. Hat mich auch gefreut, dabei zu sein. Wolltest du nicht vielleicht auch irgendwie was unboxen oder so? Ich will natürlich auch. Danke, dass du mein altes Gedächtnis... Ich will gar keinen Druck erzeugen. Ja, das ist sehr, sehr gut. Genau, ich habe nämlich Folgendes vorbereitet und auch überhaupt nicht vergessen. Ich habe einmal Snakebite Case Key und ein Fracture Case Key. Forti, du darfst aussuchen, welcher von beiden es werden soll. Also ich glaube, Fun Fact, ich habe noch nie gesehen, wie eine der beiden Cases aufging. Aber egal, wir machen mal, oder ich würde vorschlagen, lass uns mal die Snakebite aufmachen. So, wir gucken rein. Achso, erstmal umranden, das gucke ich mir von dir einfach ab. Ja, wenn man das Erfolg hast du ja auch mitbekommen. Man muss, glaube ich, in die andere Richtung umranden. Das ist wichtig. Okay, okay. So, und was gibt's hier so drin? Oh ja, die In Living Color ist tatsächlich eine Sache, die hätte ich gern. Mhm. Also jetzt mal ganz ohne Flachs, ja. Die ist schick. Ja. Der Rest ist natürlich auch nicht schlecht, aber es werden logischerweise die Gloves, weil jetzt bist du ja dabei. Die AK Slate ist ja auch irgendwie ganz beliebt. Stimmt, ja, stimmt. Jetzt gucken wir mal und... Oh, wow, es ist nicht zu fassen, es ist tatsächlich das Knife geworden. Oh, das ist aber ein krummes Knife. Ja, das ist... Das ist irgendwie das Update des Karambits, oder? Ich glaube auch, ja, ja, stimmt. Es ist viel wert, das Teil. Ach Gott, ist das viel wert. Das habe ich gerade letztens schon mal gezogen, hier unten. Ja? Weißt du warum? Das Glück ist auf meiner Seite. Okay, dann Forti nochmal. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.